deshalb möchte ich. Dass du eines Tages die Geschicke der Holding leitest. Ich erwarte von dir, dass du Arno bequatscht. Er soll meinen verdammten Hausarrest aufheben. Arno macht das nicht aus Bosheit. Er hat einen guten Grund dafür. Du miese kleine rachsüchtige Intrigantin. Bist du jetzt völlig wahnsinnig geworden? Ich hatte doch nichts mit ihr! Das musst du mir glauben! Los, schau mal eine. Komm eine runter. Mach schon! Hast du das? Ja, alles. Was fällt Ihnen eigentlich ein, solche Lügen über mich zu verbreiten? Ihr seid ja beide nicht mehr ganz dicht. Möchten Sie mir erklären, was los war, oder darf ich spekulieren? Und wie hast du dir jetzt meine Rolle in der Familiensaga vorgestellt? Soll ich vielleicht einen Crashkurs in Finanzstrategie belegen, oder was? Ich habe ja nicht gesagt, dass du sofort einsteigen sollst. Ich würde dir natürlich zur Seite stehen und dich mit einem Notwendigen vertraut machen. Ich glaub's nicht. Also, nochmal von vorn. Was glaubst du eigentlich, warum ich damals nach Amerika gegangen bin? Weil ich mein eigenes Ding machen wollte. Ich brauchte Abstand zu dir, unserer Familie und vor allem zu deinen Erwartungen. Ja und? Ja, ich hab's geschafft. Und ich bin stolz drauf. Und du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich das so schnell wieder opfer. Leonard, wir reden aneinander vorbei. Du solltest allmählich einsehen, dass es im Leben der Lahnsteins mehr gibt als persönliche Befindlichkeiten. Zum Beispiel mich gegen meine eigenen Geschwister auszuspielen. Ach, das ist doch Unsinn, Leonard! Jeder von uns hat die Pflicht, Verantwortung für das Familienerbe zu tragen. Auch du! Ja, Pflicht, Verantwortung, Erbe. Du hast recht, wir reden aneinander vorbei. Denn sobald es hier um deine Rolle als Familienvater geht, da versteckst du dich hinter deinen Floskeln. Schließlich bist du schuld, dass ich überhaupt diesen Scheißhausarrest bekommen habe. Plätze. Den Schuh ziehe ich mir nicht an. Ja, das war mir eh klar. Trotzdem hättest du Arno darum bitten können, dass ich mit darf. Das kann ich nicht. Es geht hier nicht um eine verpatzte Mathearbeit. Du hast mit Drogen gedealt. Kannst du mal eine andere Platte auflegen? Genau das meine ich. Du nutzt doch die nächste Gelegenheit, um wieder Mist zu bauen. So, die Grillparty kann steigen. Cool, danke. Jetzt erzähl schon. Danke. Was wollte der Alte von dir? Er wollte, dass ich seine Nachfolge antrete. Und? Ja, nichts und. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich mir das antue. Das scheint wohl das Schicksal der Lahnsteins zu sein. Niemand kriegt das, was er will, nur immer das, was er nicht verdient. Naja, es wird wohl Zeit, dass ich diesen Abend beende. Gute Nacht. Was ist passiert? Nichts weiter. Ja, das sehe ich. Ich habe mir nur einmal mehr gewünscht, nicht der Sohn meines Vaters zu sein. Ich kann verstehen, dass Carla ausgeflippt ist. Mach dir mal keine Gedanken, mein Engel. Wir kriegen das schon wieder hin. Na, hoffentlich. Carla muss ja eben glauben, dass du sie liebst. Ja, ich gehe dann mal. Er hat sicher noch ein paar Dinge. So diskret kenne ich deine Tochter ja gar nicht. Lass bloß Vanessa in Ruhe. War schon schwer genug, sie zu beruhigen. Dir ist es ja offensichtlich gelungen. Ist dir eigentlich klar, dass durch deinen Anfall vorhin fast alles aufgeflogen wäre? Es tut mir leid. Was? Mehr hast du dazu nicht zu sagen? Weißt du eigentlich, wie stressig das war, Vanessa und diesem Journalisten diese Geschichte aufzutischen?
Ich habe doch gerade gesagt, es tut mir leid. Aber ich konnte nicht anders, als ich dieses Miststück vor mir gesehen habe. Ja, du hättest dich eben beherrschen müssen, verdammt nochmal! Ja, hätte ich. Sag bitte Bescheid, dass ich nicht zum Abendessen komme. Ach. Ich muss unbedingt Carla von Lahnstein sprechen. Ich kümmere mich um die Dame. Vielen Dank. Was wollen Sie denn noch hier? Carla soll wissen, dass ich sie nicht geoutet habe. Und dass sich ihr Verräter in der eigenen Familie befindet. Deshalb haben Sie mich doch zurückgeholt, oder? Um über mich einen Beweis zu bekommen, dass Carla lesbisch ist. Sie haben auch nicht den Hauch eines Beweises für Ihre absurden Behauptungen. Sind Sie sicher? Wie wär's, wenn ich Carla erzähle, dass Sie es waren, der Kontakt zu mir aufgenommen hat? Ich vermute, sie würde Ihnen kein Wort glauben. Das kann sie ja selbst entscheiden. Also, kann ich jetzt zu ihr? Nein, weder jetzt noch in Zukunft. Und ich rate Ihnen im Guten. Legen Sie sich nicht nochmal mit mir an, sonst kann ich für nichts garantieren. Carla, bitte, du musst mich anhören. Ansgar, könntest du bitte diese Frau rauswerfen, sofort? Sie haben sie gehört. Carla, auch wenn du mir nicht glaubst, es tut mir wirklich leid für dich. Was soll denn der Krach? Das ist mein Zimmer. Ich kann hier so laut Musik hören, wie ich es möchte. Ja, mal, drehst du jetzt völlig durch? Wieso? Ich suche nur eine sinnvolle Beschäftigung. Wenn ich schon nicht raus darf? Du weißt ganz genau weshalb. Also spiel nicht das Unschutzlamm. Logo, immer bin ich schuld. Und was ist mit Nico? Sie hat Spaß mit meinem Ex-Freund und tut auch noch so, als würde ich ihr leid tun. Das kotzt mich alles so an! Nico sorgt sich verdammt noch mal ebenso sehr wie wir alle um dich! Nehmen Sie ruhig Ihren Schutz. Aber du bist auch nicht besser. Zuschlagen und einsperren, fällt dir auch noch was anderes ein? Wenn du dich wieder beruhigt hast, reden wir weiter. Cecile, ich weiß nicht mehr weiter. Leonard hat mich jetzt auch noch im Stich gelassen. Ich wollte, dass er irgendwann die Nachfolge in der Holding antritt. Meine Kinder betrügen mich. Ich hatte immer gedacht, dass die Werte, mit denen ich selbst groß geworden bin, das hätte ich Ihnen vorgelebt. Das hast du ihm bestimmt vorgelebt. Aber das Leben geht nun mal seine eigenen Wege. Ja. Das ist wohl wahr. Ich kann dich so gut verstehen, aber ich weiß nicht, wie ich dir noch helfen soll. Du hilfst mir sehr. Allein dadurch, dass du da bist. Woraufhin Carla Gräfin von Lahnstein ihrem frisch angetrauten Ehemann eine Ohrfeige verpasste und ohne ein weiteres Wort das Restaurant verließ. Morgen. Morgen. Da habe ich ja richtig was verpasst gestern, hm? Carla, ich habe den Eindruck, dass Interviews nicht so ganz nach deinen Wünschen verlaufen. Mann, Ansgar, hast du eigentlich noch andere Sorgen? Ja, deswegen bin ich hier für jede Abwechslung dankbar. Muss das sein? Oh, gutes Stichwort. Wann liest eigentlich unser Vater immer die Zeitung? Ansgar, es reicht. Wir haben sicher momentan alle keinen Grund, Witze zu machen. Guten Morgen. Guten Morgen. Carla, ich würde dich gern nach dem Frühstück in der Bibliothek sehen, wenn es dir möglich ist. Ja, sicher.
Wie, soll ich den Grill jetzt hier abstellen, oder was? Die Hauptsache nah am Wasser, falls beim Grillen irgendwas schief läuft. Ich muss nicht immer von dir auf andere schließen. Schließlich war ich mal der Master of Mega Grill bei den Pfadfindern. Oh, die Sonne geht auf. Ja, dann pass auf, dass du keinen Sonnenbrand bekommst. Ist schon zu spät. Wie wär's denn, wenn ich dich mal eincreme, hä? Okay. So. Es grübel bitte nicht so viel. Jan hat mich immer rausgehauen. Und ich schaffe es noch nicht mehr, mich bei Arno für sie einzusetzen. Ja, aber das kannst du doch nicht miteinander vergleichen. Dein Onkel hat ihr doch nur Hausarrest gegeben, um Jana vor allem vor sich selbst zu schützen. Und wenn du sie jetzt unterstützt, dann fühlt sie sich nur in ihrem Ego-Trip bestätigt. Ja, aber wenn ich ihr geholfen hätte, dann hätte ich vielleicht eine Chance gehabt, wieder was gut zu machen. Dass diese Ehe eine tickende Zeitbombe ist, ist allen Beteiligten ja wohl nun hinlänglich klar. Wie gedenkst du in Zukunft mit derartigen Situationen umzugehen? Ich werde versuchen, mich besser im Griff zu haben. Versuchen ist nicht genug. Ich brauche absolute Gewissheit, dass dir klar ist, was auf dem Spiel steht. Das ist mir bewusst. Es wird nicht wieder vorkommen. Versprochen. Gut. Wenn du mich jetzt bitte entschuldigst. Einen Moment bitte noch, Carla. Carla, ich habe nachgedacht. Und ich habe versucht zu verstehen. Aber warum hast du mich die ganzen Jahre über belogen? Ihr tut so, als wenn es ein Verbrechen wäre, dass eurem Vater die Familienehre so viel bedeutet. Meint ihr nicht, die Situation fällt ihm genauso schwer? Ihr solltet wenigstens versuchen, euch ein bisschen in seine Lage zu versetzen. Das ist wirklich beeindruckend. Du redest ja beinahe schon so wie eine echte von Lahnstein. Hilft uns nur im Moment auch nicht weiter. Ja, entschuldige mich. Einen schönen Tag noch. Siehst du? Und das ist dann der Dank, wenn man sich in unserer Familie engagiert. Du solltest wirklich aufhören, dich in diese ganzen familiären Verwicklungen mit reinziehen zu lassen. Am Ende bist du noch die Leidtragende. Dafür ist es wohl jetzt schon zu spät. Was ist? Dein Vater braucht mich jetzt. Ich kann ihn nicht allein lassen. Komm, lass uns rübergehen. Da drüben ist gute Stimmung. Klar, bin dabei. Ey, ihr zwei Sportskanonen. Habt ihr Bock, ein bisschen Volleyball zu spielen? Ja. Also, ich hab keinen Bock auf Ballhüpfen. Ja, spielt ihr mal ohne mich. Die anderen sollen auch noch eine Chance haben. Wisst ihr? Komm. Können wir mitspielen? Ja, klar. Ja, klar. Ich lese dir mal was Lustiges vor. Verschon mich mit blöden Sprüchen, ja. Warum bist du immer noch so schlecht drauf? Lies einfach dein Comic, okay? Ey! Geht's noch oder was? Sorry, war keine Absicht. Wenn man kein Volleyball spielen kann, dann sollte man's lassen. Kann ja mal passieren. Kann ja mal passieren. Damit entschuldigst du wohl alles. Deinen blöden Kevin hast du auch hier angeschleppt. Und jetzt nimmt Jana Drogen, aber das kann ja mal passieren. Hey, komm, ey. Coco kann nichts dafür. Immerhin hat sie Jana und Kevin wegen der Drogen aus dem Club geworfen. Ja, was heißt das schon? Lass mal stecken. So schräg wie die heute drauf ist, kann man mit der eh nicht reden. Komm. Hey. Ich wollte dir einfach nur eine gute Tochter sein. Dein erster Weg hätte zu mir sein müssen, Carla, deinem Vater. Ich hatte so wahnsinnige Angst, du würdest das nicht akzeptieren.
mich vielleicht sogar verstoßen, weil es ja eine Schande für die Familie ist. So wenig Vertrauen hattest du zu mir? Ich wollte dich einfach nicht enttäuschen. Du hattest so große Erwartungen in mich gesetzt, wolltest Enkelkinder. Da musste ich doch notgedrungen dieses Lügengebilde aufrechterhalten. Weißt du, das Schlimme ist doch nicht, dass du dich zu Frauen hingezogen fühlst. Damit hätte ich doch bestimmt gelernt zu leben. Das Schlimme ist, dass du mir nicht zugetraut hast, dass ich jemals verstehen könnte, was dich bewegt und was in dir vorgeht. Und das tut so weh. Was du getan hast, deine Lügen stehen wie eine Mauer zwischen uns. Das ist super geil. Es gibt keinen Grund, Coco so anzumachen. Ich meine, was kann sie denn bitte dafür, wenn Jana Scheiße baut? Was nimmst du Coco eigentlich so in Schutz? Läuft da was, was ich wissen sollte? Ja, wie sieht's aus, Mädels? Neue Runde Volleyball? Ich bin dabei. Die muss ich erst mal abreagieren. Okay, los! Sie hatte Angst, dass ich sie wegen ihrer sexuellen Präferenzen verstoßen würde. Was ist denn das für ein Unsinn? Sie liebt dich und sie wollte dich nicht verletzen. Ich glaube, deshalb hat sie dir all die Jahre nichts gesagt. Also, vielleicht schaffe ich es ja irgendwann nachzuvollziehen, warum sie sich so verhalten hat. Aber verzeih nicht. Ohne deinen Beistand hätte ich längst aufgegeben. Was ist interessiert den einfachen Scheiß, dass ich meinen Beruf liebe? Tut mir leid. Jetzt quatsche ich dich auch noch mit meinen Problemen voll. Hast du mit ihm gesprochen? Ja. Ich bin wirklich erleichtert, dass jetzt alles raus ist. Aber Vater hat mir natürlich noch nicht verziehen. Was zu erwarten war. Wie soll es jetzt weitergehen? Ich habe keine Ahnung. Ich bin so froh, dass ich endlich mal offen reden konnte. Aber Vater braucht bestimmt noch seine Zeit, um das alles zu verkraften. Ja. Aber wenigstens hat das Versteckspiel jetzt ein Ende. Und vielleicht schaffe ich es ja wirklich, mein Leben neu zu ordnen. Das würde ich auch gern machen. Auch wenn es weh tut. Manchmal ist ein klarer Schnitt einfach nötig. Was meinst du damit? Kommt dir das Schloss nicht auch oft vor wie ein Gefängnis? Wenn du so gestresst bist, das verstehe ich. Aber deinen Frust hier an uns rauszulassen, das macht's nicht besser. Ich weiß. Es tut mir leid. Und eigentlich wollten wir uns doch hier ein bisschen ablenken. Ich weiß, es ist nur... Ich habe das Gefühl, ich müsste ständig Jana helfen. Ja, aber du glaubst auch nicht im Ernst, sie würde hier hinkommen, mit uns friedlich grillen und sie würde sofort zu Kevin abhauen. Ja, vielleicht hast du recht. Bis gleich, na warte. Krisensitzung? Lass mal gucken. Ach, das vorhin, das war total blöd von mir. Hab ich gar nicht gemerkt. Na? Wieder beruhigt? Ja, und es tut mir wirklich leid. Ach,
schon okay. Jeder hat mal einen schlechten Tag. Noch ist der Tag ja nicht vorbei. Komm. Komm. Mensch, jetzt lass dir doch nicht jedes Wort aus der Nase ziehen. Bei allem, was ich für dich getan habe, werde ich ja wohl noch erfahren dürfen, wie es mit uns weitergeht. Soweit ich mich entsinne, hast du dich freiwillig auf unsere Scheinehe eingelassen. Weil auch du dadurch Vorteile hast. Carla, das spielt doch jetzt keine Rolle. Es geht um unsere Zukunft. Stimmt. Und deshalb werde ich in Zukunft auch das tun, was ich für richtig halte. Nämlich irgendwann auf die Malediven fahren. So wie ich es mal mit Hannah geplant hatte. Sag mal, was soll denn das jetzt? Es gibt momentan ja wohl Wichtigeres als irgendwelche Reisepläne schmieden. Leonard hat recht. Diese ganze Lügerei war von Anfang an ein Fehler. Genauso wie unsere Hochzeit ein Fehler war. Willst du auch einen Tee? Cecile, wir müssen endlich klare Verhältnisse schaffen. Das Leben ist einfach viel zu kurz, um es mit falschen Entscheidungen zu vergeuden. Meine Entscheidung ist nicht falsch. Du machst dir was vor. Du bleibst doch nur aus Mitgefühl und Pflichtbewusstsein bei meinem Vater. Leonard, ich... Und dass wir zusammen weggehen wollten? War das nur gelogen? Nein, war es nicht. Aber so wie es jetzt ist, kann ich mich nicht daran halten. Und das weißt du. Was ist denn jetzt? Oh, Schwächling. Ah, warum schreist du? Bist du vorlaut? Du weißt wohl gar nicht, dass du dich auf der Bounty befindest. Oh, du planst eine Meuterei? Ganz alleine? Ja. Na los, bisschen schneller paddeln. Ich hab noch gar nicht angefangen. Dann solltest du das mit dem Anfang mal nachholen. Und jetzt sag mir, dass du mich nicht liebst. Das kann ich nicht. Also wenn das wirklich die Wahrheit ist, dann musst du dich entscheiden. Entweder du bleibst bei meinem Vater oder du gehst mit mir weg. Und so geht es weiter. Habe ich Ihnen denn je schlechte Ratschläge gegeben? Als ich das letzte Mal Ihren Ratschlag befolgte, bin ich in der Psychiatrie aufgewacht. Ja, da können Sie sich beim Bruder bedanken. Ich kann ja mal drüber nachdenken. Und eins weiß ich ganz sicher. Es gibt nichts, was uns auseinanderbringen kann.